Wieso hast du denn da? Aber mach nichts, komm, ganz alle, geh mal. Ich kann ja nichts. Aber ja, geh. Komm, du darfst mir helfen, ganz alle. Ich hab so ein gutes Zuckerl. Das ist grauslich. Magst du auch ein Zuckerl? Glaubst du, dass ich schon essen? Aber ja, da hast du. Wo ist denn das Sticky nicht dran? Ja, das passt schon. So viel letto. Ist das schön. Oh, mir hat es das ist gut. Du, Kandale, wenn ich groß bin, heiratst mir mal. Nein. Warum denn? Das geht nicht. Nein, weil in unserer Familie, da wird nur untereinander geheiratet. Der Papa, die Mama, der Onkel, die Tante, da oben die Oma. Ach so. Du, aber morgen gehe ich mit meinem Papa Drachen steigen. Echt? Ja. Mein Papa, der tut auch so was Ähnliches, aber mit der Oma. Du, servus, grüß dich. Was ist denn das? Du, das ist der vom Umweltschutz. Kennst du den? Ich schon, weil der kommt immer wieder zur Mama und fragt immer wieder, ob die Luft rein ist. Das ist ja ganz einfach. Dort dann so wie schlafen. Du, aber ich wäre mir ein Pfarrer. Warum? Da habe ich einfach nicht viel zum Arbeiten. Nur einmal in der Woche. Und das am Sonntag Vormittag. Und da ist eh nichts Gescheites im Fernsehen. Das ist Du, Chantal. Ich hab einen Spielzeugtraktor und du nicht. Na und? Ich hab schon eine Laufrau und du nicht. Na und? Und ich hab dafür einen Schniedelwut und du nicht. Macht auch nichts, wenn ich groß bin, hab ich viel und du sag einmal, Chantal, wo geht denn der Storch hin, wenn er das Baby gebracht hat? Das ist ja ganz eine blöde Frage. Natürlich zurück in Papas Hosen. So was. Ja, was wünschst du denn da zum Geburtstag? Das weiß ich schon, ja. Ja, was denn? Ich wünsch mir ein Tampon. Ah, bitte was? Weißt du überhaupt, was das ist? Nein, aber im Fernsehen sagen sie immer, dass ich damit schwimmen, reiten und Beispiel kann. Das mag ich auch. Sag einmal, wen hast denn du lieber? Die Tante Rosi oder den Onkel Seppi? Das sag ich dir erst, wenn Weihnachten vorbei ist. Du, gestern habe ich den Papa gefragt, was ein Masseur ist. Und? Was hat er gesagt? Du, mein Sohn, das ist ein Mann, der bekommt dafür bezahlt, für das, wenn ich dort hinkriege, einen auf die Finger kriege. Ach so. Du, sag Kalle, die hat gestern bei uns das Essen geschmeckt.
so lala. Aber ich weiß jetzt, warum sie vor dem Essen betten tat. Du Kali, gestern habe ich meinen Papa gefragt, wo Kenia liegt. Und? Was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, Kenia. Naja, so weit kann es nicht sein, weil bei uns in der Arbeit, da ist einer aus Kenia. Und der geht immer zum Mittagessen heim, ja. Du, mein Nachbar hat seiner Frau einen Affen aus Afrika geschenkt. Echt? Ja. Aus Afrika? Unser Papa bringt der Mama immer einen Affen vom Wirtshaus an. Ja, gut. Du, gestern sitze ich mit der Mama in der Bootwanne und hab jetzt so gefragt, wo der Haarschwappen ist, ne? Und? Wo war denn? Die weiß, was Mama gesagt hat. Er ist gerade ein wenig fortgegangen um die Zigaretten. Du stell dir vor, Kali, gestern ist unsere Mama mit unserem eigenen Baby vor das Spital hergekommen. Und das bläht so viel. Das ist ein Wahnsinn. Ein neues Baby? Und da hast du keine Gebrauchsanweisung? Nein, haben wir nicht mit. Die Mama, gell, die hat mir gestern erklärt, dass eine Krankheit immer die schwächsten Stellen des Körpers befällt. Jetzt ist es mager, warum der Papa immer Kopfweh hat. Du, Kali, mein Papa, das ist eine richtige Angsthose, echt. Warum? Immer wenn die Mama nicht daheim ist, schlaft er bei der Nachbarin. So. Du sag einmal, Chantal, bist du ein Bube oder ein Mädchen? Das weiß ich nicht. Ei, muss ich wieder nachschauen. Ei. Aha. Ich weiß das. Und was bin ich? Ein Mädchen. Woher weißt du das? Das ist ganz einfach, weil du hast einen rosalen Body an. Ach so. Jetzt ist mein Ding runtergeflogen. Wo ist mein Sapper? Ach weh. Du Chantal, ich glaube, ich muss einmal Pipi. Na, dann lass einfach rein. Ah, war das schön. Aber wer Windel an, du. Aber meine Mama hat mir gesagt, wenn ich noch einmal in die Hosen mache, dann schneidet mir mein Schniedel gut so. Du, wenn's gut gemacht ist, Schatz, der Blätter. Das kann so nicht wirklich sein. Na ja. Du, aber gestern habe ich meinen Papa gefragt, was ein Pilz ist. Und was ist denn ein Pilz? Du weißt, was der Papa gesagt hat. Das ist ein Ding, das braucht viel Wasser, hat einen Fuß und auf der Kappe ist ganz glänzert. Echt? Ist das so wie unser Herr Pfarrer bei der Tat? Ja, genau, so ist das. Du, Kantale, ich glaube, ich kriege jetzt ein wenig Hunger. Und ich brauche mein Fleisch. Du Kali, du warst schon Hunger und ich möchte auch zur Mama Dufte trinken. Ja, du was. Mama! Motorradfahren ist seine Leidenschaft und im Facebook holt er sich die Kraft.
Sie kommt von einem anderen Land und ist im Facebook seit voriges Jahr bekannt. Sie malt alles, was sie im Kopf hat und schlägt nie Kaffee oder Bier ab. Sie ist Kellnerin vom Beruf und ist so, wie Gott sie schuf. Jana und Matthias tretet vor und stellt euch als neues Fürstenpaar vor. Es ist wie jedes Jahr im Brauch, der Fasching, der schlägt und krönet euch auch. Kniet nieder! Bist du, Matthias, uns die erste Mottener Faschingsgilde als Fürst Matthias von Fabianis durch den Fasching begleiten, sowie bei Schabernack und Naredein zu leiten? So sprich uns nach und sage laut, ja, ich will es auch. Ja, ich will es auch. Wir schlagen dich und krönen dich zum Fürsten Matthias von Fabianis den Ersten und begrüßen dich hiermit in unserer nahen Mitte. Nun zu dir, Jana. Willst auch du, Jana, uns die erste Mottener Faschingsgilde? Ja, ich will. Als Fürst? Wie bei Schabernack und Naredein zu leiten. So sprich uns nach und sage laut, ja, ich will es. Ja, ich will. Wir schlagen dich und krönen dich zur Fürstin Jana von Fabianis die Erste und begrüßen auch dich in unserer nahen Mitte. Nehm die Kelche in die Hand und saugt sie aus bis an den Rand. Und jetzt wisst ihr es genau, hier ist das heurige Fürstenpaar Mama. Ich darf nun unseren Herrn Bürgermeister zu uns bitten. Ich möchte lieber der Eckel. So, lieber Bürgermeister, wir nehmen den Schlüssel in Verwahr und regieren im Rathaus bis zum Ende vom Faschingsjahr. Willst du ihn nicht rausrücken, dann müssen wir ganz heftigst bitten. Vorbei sind nun die strengen Zeiten, denn ab heute wird das Rathaus der Fasching leiten. Denn lieber Bürgermeister, ab heute hat deine Macht ein Ende. Wir sehen uns erst am Faschingsende. Mama! Mama! So, ich übergebe euch also den Schlüssel zum Rathaus. Ich muss eines dazu sagen, also ich glaube, ihr könnt nichts anstehen, denn die Kasse ist leer. Du weißt, dass also Matthias als Fürst, also, dass also die Truhe, da schaut man schon auf den Hund, aber es ist trotzdem ein bisschen noch etwas drinnen und daher vertraue ich euch den Schlüssel an mit dem Spruch: Lebe nie ohne zu lachen, denn dein Lachen ist das Leben anderer. Dem also übergebe ich dir, Jana und Matthias, den Schlüssel und ich hoffe, ihr geht es mit dem Wahlspruch gut um. Ich weiß, dass das bei euch sicher der Fall ist und ihr seid das erste Paar, das also jetzt ein neues Gewand anhat. Deswegen also, sage ich, also, mit dem Gewand also, wird auch ein neues Leben in das Rathaus einkehren. Alles Gute, liebe Geschwister.
hiermit eröffnet. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja.